3, 2, 1. Ja, hallo, liebe Fahrradfreunde. Auf geht's zur nächsten Tour. Wir sind jetzt hier in Leipzig. Wir haben euch mal erspart, wo wir jetzt starten. Das ist immer Aschersleben. Wir filmen jetzt hier mal unsere Stadt von Leipzig aus. Jetzt geht's weiter mit dem Zug nach Zittau. Und da werden wir uns dann gleich wiedersehen. Bei mir ist der liebe Matze. Er begleitet mich diesmal. Und ja, wir werden uns dann gleich bei der nächsten Station wieder. Schicken noch ein paar Eindrücke. Und dann sehen wir uns spätestens in Zittau, beziehungsweise hören uns in Zittau dann wieder. Bis dahin. Neustadt. Jetzt letzter Umstieg. Und jetzt weiter. So, Matze, wie fandest du die letzten zwei Stunden von Leipzig bisher her? Optimal, ich habe hinter viele Leute besucht. Scheiße. Freunde, jetzt sind wir hier in Zittau angekommen und jetzt geht es erstmal zum Hotel weiter. Ja, schöne Gegend hier. Und dann schauen wir mal, dass wir jetzt gleich in unsere Unterkunft kommen. Freunde, hier sind wir jetzt an unserem Startpunkt am Dreiländereck in südlicher Richtung von Zittau an der Neiße. Hinter uns seht ihr auch schon die Fahnen wehen von Polen, von der Tschechei und wir stehen auf deutschem Boden, auf der deutschen Seite. Ja, hatten jetzt in der Pension Dresdner Hof übernachtet für 60 Euro. Matthias, was sagst du dazu? War gut? War sehr gut. War sehr gut. Sehr gutes Frühstück. Sehr gutes Frühstück, super Zimmer. Ich zeige euch das jetzt mal und dann erzähle ich ein bisschen was zur Tour. Ja, geplant ist ja, knapp 500, 600 Kilometer bis nach Ueckermünde zu fahren, entlang jetzt der Neiße. Dann hoch bis zur Oder. Von der Oder dann halt dann biegen wir kurz vor Stettin, dann nach links ab Richtung Ueckermünde und dann Richtung Ostsee. Ja, sind so 500, 600 Kilometer so die Drehe. Müssen wir schauen, ob wir da vielleicht ein bisschen abkürzen können. Ja, wir haben jetzt um knapp 9 Uhr, jetzt geht's los langsam, heißer Tag erwartet uns, 33 Grad, ja, also bestes Radlerwetter, vielleicht schon ein bisschen zu heiß, aber naja, wir haben ein paar Bäume, ein paar Alleen, denke ich mal, vor uns. Erster größte Zielpunkt ist jetzt erstmal Görlitz, da werden wir jetzt in 30, 40 Kilometer dann einrollen, spätestens gegen Mittag wollten wir dann mal da sein, ja, und dann werden wir uns gleich dann sehen auf der Tour. Wir wünschen viel Spaß beim Zuschauen und ja, folgt uns einfach.
Das erste Schild jetzt hier in Zittau. Wir sind jetzt knapp einen Kilometer vom Dreiländereck weg. Jetzt geht es Richtung Görlitz, sind 45 Kilometer. Haben uns natürlich ein bisschen überschätzt, aber das sollten wir trotzdem bis Mittag natürlich schaffen. Geht es immer entlang jetzt den Oder-Neiße-Radweg. Dort hinten, Grenze, da ist schon Polen. Ich hoffe, man kann mich einigermaßen verstehen. Also das Zittauer Gebirge da im Hintergrund. Wir fahren jetzt gerade an der Hauptstraße lang. Und die ersten 9 Kilometer haben wir jetzt schon weg. Ja, geht jetzt hier schön asphaltiert lang. Sind durch den Wald, Alleen und so weiter gefahren. Also bisher erst 8 Kilometer. Super ausgeschildert. Super Strecke, macht Spaß. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Wunderschön hier. Also es geht ja jetzt seit 6-7 Kilometer hier durchs Neißetal. Und es ist wirklich schön. Man kommt sich vor wie im Bodetal im Harz. Nur halt hier mit dem Fahrradweg. Den gibt es ja nicht im Bodetal. Also jedenfalls nicht für Trekkingbikes. Ja, wirklich zum Genießen. Links ist Deutschland, rechts ist Polen. Ja, und die Neiße begleitet uns hier die ganze Zeit, rechts lang. Mal ein bisschen Wehrwasser, mal ein bisschen weniger. Ja, und der ist schon ein bisschen vorgefahren. Hat wohl ein bisschen schnelleres Tempo drauf wie ich. Aber hab ich vorher abgesprochen, kein Ding. Ja, ab und zu mal ein paar Fittlinge drin. Ja, also wirklich bisher auf den ersten. Jetzt haben wir ja fast 20 Kilometer weg, haben es kurz nach 10. Ja, muss sagen, lässt sich ja gut fahren, sind gut im Tritt. Das mal, denke ich mal, bald in Görlitz eintreffen werden gegen 11.30 Uhr. So, liebe Freunde, 11.12 Uhr, knapp 40 Kilometer haben wir jetzt weg, sind jetzt in Görlitz.
Das lief super fluffig, weil, wie ihr seht hier, der Weg einfach super ist. Kein Vorderwind. Temperaturen sind schon knackig, also weiß gar nicht, glaube ich, um die 28 Grad müssen wir, glaube ich, jetzt schon fast haben. Ja, jetzt fahren wir nach Görlitz mal rein, schauen uns mal ein bisschen Görlitz an. Ich denke mal, vom Marktplatz könnte man uns jetzt gleich wieder sehen, dass wir uns von da wieder melden. Ja, Freunde, wir sind jetzt aus Görlitz raus, haben dort mal schmausig gespeist, noch zwei kühle Radler getrunken, bei den Temperaturen, ich glaube, ist das uns gegönnt. Und ja, jetzt haben wir es 13:20, haben knapp 51 Kilometer auf dem Tacho, also so knapp 7-8 Kilometer unter Görlitz sind wir jetzt schon. Ja, geht ein bisschen so Straße zwar lang, aber sehr wenig befahren, sehr idyllisch. Die Neiße ist ja auch irgendwo gleich um die Ecke. Ab und zu sieht man sie. Also ist ganz, ganz schick, ganz gut geführt die Strecke hier. Schöne viele kleine Häuser, Unterkunftsmöglichkeiten, Biergärten. Also hier hat man immer die Möglichkeit, mal Rast zu machen. Ja, dann schauen wir gleich mal weiter. Wie ich immer so schön sage, schauen wir mal. Ja, Freunde, 65 Kilometer, 14 Uhr haben wir's, 31, 32 Grad, da wisst ihr Bescheid. Ich bin froh, dass es jetzt hier ein bisschen durch den Wald geht, denn so kann man ein bisschen kühler abfangen, die ganze Zeit in der prallen Sonne gefahren, vom Görlitz aus, wunderschön alles, aber die Hitze. Trink haben wir genug dabei, das ist das Wichtigste. Ja, also kleines Fazit schon vom Tag, kann man schon fast machen. Bei 65 Kilometer, 100 sind ja angeräumt, also noch 35 haben wir etwa vor uns. Top Radweg, also wirklich wunderschön. Und Wetter spielt mit, wie ein Rückenwind, das ist auch das Gute noch, dass man ein bisschen schneller vorankommt. Ja, also bisher Daumen hoch, klasse. Ja, jetzt geht es in die nächste Ortschaft, Rothenburg, Oberlausitz. Ja, selbst die Kühe haben Durst. So, wir sind jetzt hier Ortsausgang Rothenburg, Oberlausitz.
Haben wir nochmal zwei Bier getrunken. Nein, zwei Radler Naturtrüb. War sehr lecker, sehr erfrischend. Und jetzt haben wir noch knapp 40 Kilometer nach Bad Muskau zu unserem Tagesendziel. Hat es jetzt 15 Uhr, sollte eigentlich ganz gemütlich zu machen sein. Ja Freunde, so sieht es jetzt hier aus. Wir haben es kurz vor 4. Sind jetzt noch etwas um die roundabout 30 Kilometer bis Bad Muskau. Da werden wir dann uns ein Quartier suchen. Wir werden nicht anrufen, weil wir werden auf die polnische Seite fahren und werden in Polen dann übernachten, weil da haben wir die Preise verglichen, weitaus günstiger. Ja, wir werden uns da vor Ort gleich eine Pension suchen, da ist auch ein Polenmarkt. Mal gucken, ob wir da heute noch drauf gehen. Ja, vielleicht kann man da essen gehen oder so, recht günstig. Na, schauen wir mal. Ja, ich habe es wieder gesagt, schauen wir mal. Matze, kannst ruhig lachen. Ja, natürlich. Hallo. Hallo. Winke, winke. Ja, ich ging schon ein bisschen knackig hoch und runter. Also, ja, es war nochmal gutes Bauch-Beine-Po-Training. Naja, Bauch nicht, aber Beinetraining. Ja, naja. Wenn es wieder was Interessantes gibt, dann werden wir uns wieder melden. Hier unten sieht man vielleicht noch ganz im Hintergrund die Neiße. Ja, wir fahren, genießen jetzt erstmal eine etwas kühlere Passage durch den Wald. Ja, es reicht langsam, was die Hitze betrifft. Gut, wir haben jetzt, wie viele Kilometer hatten wir? Gucken wir noch mal kurz. 86,4. Also 30 nochmal oben drauf. Werden wir dann also bei 110 heute landen. Das reicht dann auch. Werden wir geplante Ankunft, denke ich mal so, 17:30, 18 Uhr. Ich schnaufe wie eine Lokomotive, weil jetzt gerade nur hoch und runter, da kommt Matze an. Wunderschön, aber es geht gerade hier ein bisschen in den Wald rein und raus und dann hoch und wieder runter. Es strengt ein bisschen an. Wir haben jetzt hier mal kurz pausiert, kurz vor Bad Muskau, so 7-8 Kilometer. Hier haben wir nämlich die Oberlausitz-Schanze, so eine alte Skisprungschanze, die auch nicht mehr in Betrieb ist, weil die glaube ich aus Holz war. Steht da alles an den Tafeln. Wen es interessiert, der kann googeln. Wir nehmen jetzt Angriff auf Bad Muskau. Genau. Attacke. Ja, Freunde, Bad Muskau. Wir haben es geschafft, auch wenn es ganz schön extrem war, weil in ganz schön Anstiege kommen. So, jetzt fahren wir erstmal nach Polen rüber. Ja, jetzt sind wir hier in so einer polnischen Unterkunft. Ich trinke so ein schönes kleines Desperados. Matthias auch. Ich hab das clevere Geschäft gemacht. Ja. Er hat noch lecker Knickknacks. Haben wir von der. Ich habe hier die guten Basen-Hit-Doppelkekse noch abgestaubt, nachdem wir hier schön essen wollen. Mann, war es lecker. Und ich seid die Wahnsinn. Jetzt gucken wir hier. Bauer sucht Frau. Auf Polnisch, weil es kein deutsches Fernsehen gibt. Aber wir sind ja nicht so anspruchsvoll. Wir erwarten ja jetzt hier nicht deutsches Fernsehen, wenn ich im Ausland bin. Ne? Der Pole kommt ja auch nicht nach Deutschland, um da sein polnisches Fernsehen weiter zu gucken. Außerdem, wo die Grenze hier vorhanden sind, haben sie zu uns gleich gesagt, es sinkt für sie das Niveau. Ja. Sind wir über den Polenmarkt gestaubt. Wir sind über den Polenmarkt gestolpert. War gut, war nichts machen. Also, die hätten heute das Geschäft ihres Lebens machen können. Wir wollten ganz groß einkaufen. Sämtliche Gartenmöbel und ja. Naja. Bleibt's. Kaufen wir heute früh seinen großen Löwen und dann. Ja, genau. Ja, wir lassen erstmal den Abend ausklingen. Morgen gibt es noch eine kleine Zimmerführung. Heute haben wir noch schön gegessen. Jawohl. Haben wir lange gewartet zwar, aber hat nicht ganz ausgereicht. Da muss man jetzt die Nascher reinhauen. Aber wir haben ja Zeit gehabt. Wir haben Zeit gehabt. Ja, wir grüßen denn morgen frisch geduscht und wieder topfit nach 115 Kilometern. Grüßen wir denn wieder ganz bei Kilometer 0. Wir nullen morgen wieder.